Ich möchte mit diesem kleinen Film noch einmal kurz zeigen und erklären, wie man den Pont Aduna X an der Vorderachse umrüsten kann, wenn die Originalstoßdämpfer kaputt sind. Damals Stand der Technik waren Reibungsstoßdämpfer, meistens von der Firma Udai. Diese Firma gibt es heute nicht mehr. Vor ein paar Jahren konnte man noch im Werk diese Reibungsstoßdämpfer überholen lassen, für sehr viel Geld. Es gibt nun eine einfachere Lösung mit normalen Gasdruckstoßdämpfern. Voilà. An der Originalhalterung ist ein Adapterstück. Unten ist der Stoßdämpfer an einer normalen Achse befestigt. Hier an der Originalaufnahme und hier oben mit dem Adapterstück massiv geschweißt. Der Stoßdämpfer selber muss keine große Last aufnehmen und funktioniert dadurch tadellos, wesentlich besser als das Original, zumindest wenn das kaputt ist. Das Ganze lässt sich jederzeit wieder zurückrüsten, wenn man das möchte, sodass auch hier die Authentizität erhalten bleibt.